Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Beauty-Haul für dich, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe geshoppt bei Beauty Bay, bei BH Cosmetics, bei Catrice online. Und ich habe ein bisschen was von Purish zugeschickt bekommen und ich möchte tatsächlich mit den Produkten von Purish jetzt einfach mal anfangen. Genau, ich habe zweimal was zugeschickt bekommen. Einmal hatten die mich wegen meiner Full-Face-Reihe auch gefragt, ob ich da Unterstützung benötigen würde, weil ich mache ja dieses Full-Face One Brand Only und die haben Love ganz neu bei sich im Sortiment und da fehlt mir tatsächlich noch die ein oder andere Kategorien, Produkten, Gedönsen. Und da hat mir die liebe Melek 4 Produkte zugeschickt. Da habe ich zum einen hier Perfectitude 3-in-1 Prime and Fix Spray. Das ist total super. Das kommt in einem Glasflakon daher und ist eine schöne Sprühflasche. Also du kannst damit quasi dein Gesicht primen, du kannst es refreshen und du kannst es halt setten. Richtig, richtig cool. Also das ist ein tolles Ding. Das heißt, ich könnte das jetzt auch theoretisch einfach wieder zum Refreshen über mein Make-up drüber geben, was ich mir vor ein paar Stunden aufgegeben habe. Es ist super angenehm. Es ist ein relativ blumig, süßer Duft. Also ich finde es echt klasse und ja, vielen, vielen Dank. Richtig geil. Ich habe auch einen Code für die Love-Produkte. Das ist die 20% auf die Love-Produkte. CLAUDIXLOV, also CLAUDIXLOVE. Dann bekommst du bei Purish 20% auf alle Love-Produkte. Was ich auch zugeschickt bekommen habe, ist einmal der Eyeshadow Primer. Das ist dieser hier. Das ist einfach ja, ein Lidschattenprimer. Ne? Der hält dir das Ganze an Ort und Stelle. Dann gerade bei Schlupflidern brauche ich das tatsächlich. Ja, und so schaut der aus. Das ist ja, ein Tübchen. Und dann hast du da ein Rausdruckvieh. Und das ist relativ dick von der Konsistenz her. Lässt sich aber schön beim Auge ausblenden, einarbeiten, wie auch immer. Echt klasse. Also ich finde es immer schön, wenn ich auch bei den Hauls ein bisschen was zu den Produkten sagen kann. Deswegen freut mich das gerade. Und dann habe ich noch das Under Eye Treatment Deep Puffing and Cooling zugeschickt bekommen. Das ist dieses hier. Also quasi als Concealer-Ersatz oder halt, wenn du eigentlich so einen No-Make-Up-Day haben möchtest, wo du gar nicht wirklich Foundation oder so tragen möchtest, ist das eine ganz coole Geschichte. Ich habe das tatsächlich sogar über die Foundation aufgegeben und so ein bisschen auch in die Foundation mit eingeblendet. Am Anfang denkt man sich erst, wow, das ist rosa. Wenn man das aber schön eintupft, beziehungsweise mit einem Pinsel auch ausblendet oder mit einem Beauty-Schwämmchen oder womit auch immer, es verbindet sich schön und dieses Rosane verschwindet irgendwann und du hast halt wirklich so ein aufgepolstertes Gefühl unter den Augen. Du kannst es auch mit Puder setten, dann ist es halt wirklich, ne, so ein bisschen die Rötung oder die Augenringe sind weg und das Ganze sieht irgendwie ein bisschen strahlender aus, ne? Sieht einfach gesünder aus, deswegen finde ich das ganz cool. Das hat vorne auch so ein Cooling-Fee dran, also du kannst es auch theoretisch in den Kühlschrank packen und kannst es dann halt wirklich so als kühlendes Applikationsding unter den Augen halt herführen. Ich persönlich gebe mir das lieber auf den Finger oder auf den Pinsel und mache das dann halt drauf. Ja, und dann fehlte mir eigentlich nicht eine Lidschattenpalette, aber ich habe geschrieben, wenn die möchten, können die mir gerne eine mit beipacken. Da haben die sich echt nicht lumpen lassen. Ich habe die I'm More Than Gold Eyeshadow Palette zugeschickt bekommen. Wahnsinnig geil. Also die ist wirklich mehr als Gold. Ich habe die tatsächlich auch verwendet für einen Look, den ich auf Instagram gepostet habe, der grün war. Ja. Ich heiße Aido P, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Richtig klasse geworden, muss ich gestehen. Und ja, so schaut die Palette aus. Die ist halt Gold. Aber Leute, die ist wirklich mehr als Gold. Denn du hast da nicht nur Gold drin, du hast da so schöne Töne drin, die auch einfach wahnsinnig gut in der Anwendung sind. Du kannst da schön mit Hand hantieren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das total großartig, dass mir das zugeschickt wurde. Vielen, vielen Dank. Und das sind halt einfach tolle Produkte, ne? Also tolle Töne, tolle Texturen, was matte, du hast schimmernde, du hast aber auch so folierte Geschichten hier mit dabei. Es ist sehr, sehr spannend damit zu arbeiten und du kannst da so unfassbar viele Looks mit schminken und ja, die ist groß, also die nimmt entweder im Schrank viel Platz weg oder man muss sich dafür halt einen separaten Platz suchen, weil ich das zum Beispiel auch nicht in meine Lidschattenaufbewahrungsfächer reinkriege, was nicht schlimm ist. Die kommen dann halt quasi so oben on top, so wie manche andere Palette, die da so liegt.
Aber mega geil. Vielen, vielen Dank, Purish. Ich fand das, also ja, ich habe mich sehr gefreut. Dann habe ich tatsächlich noch ein weiteres Paket von Purish zugeschickt bekommen, weil die gerade für Ofra eine Kooperation am Laufen haben. Auch da habe ich einen Code, auch den unten in der Infobox verlinkt. Müsste dann CloudyXOfra sein. Auch da wieder 20%. Und dieses Set ist aktuell auch extrem reduziert. Das hat mir die liebe Jenny dann tatsächlich gepackt. Das bekomme ich hier immer so als Flyer. Und dann steht der Name auch immer drauf. Hey Beauty, wir freuen uns, dass du in unserem Shop etwas Schönes gefunden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit den Produkten. Liebe Grüße, Jenny. Und bei dem anderen war das von Melek. Genau, das Set. Glow Forever. Celebrate the anniversary. Anniversary? Den Geburtstag. For our most loved and talked about Highlighter. Leute, um welchen Highlighter kann es sich hier wohl drehen? Ganz genau, es ist der Rodeo Drive Highlighter. Und darum dreht sich eine komplette Kollektion, was ich auch super, super gerne demnächst mit euch mal in einem Live-Test machen möchte. Wir haben hier Mini Highlighter Rodeo Drive. Ich finde diese kleinen Größen von Ofra übrigens richtig klasse. Und der ist toll, Leute. Oh. Der ist wirklich wunderschön. Der ist schön Champagner, aber schön hell. Den kann man schön auftragen bei heller Haut, also bei sehr heller Haut, die ich habe, ist der perfekt. Ich finde den so toll. Und dann ist hier noch mit drin ein Flüssig-Highlighter, auch der Rodeo Drive. Und auf Flüssig-Highlighter, auf diesen Trip komme ich ja immer mehr. Deswegen, ne, alles dann mehr in diesem Video. Dann habe ich hier noch ein großes Ding. Das ist, wie nennt sich das genau? Genau, ein Primer. Und zwar ein richtig klasser, krasser Glow Primer. Und der ist so schön. Ich habe ja auch von Ofra den Cucumber Primer, also den kühlenden Primer. Und das ist dann quasi jetzt der... Ich kriege ihn nicht auf, Primer. Hallo. Läuft bei mir. Genau, das ist der Glow Primer und das ist halt in so einer Pumpverpackung und ich bin super gespannt drauf. Ich freue mich so mega drauf und das werden wir halt zusammen austesten, das werden wir zusammen verwenden. Ich freue mich. So, und dann gibt es hier noch das Setting Spray und das ist halt auch, oh, wenn man das so, ich schüttel das mal, dann sieht man das an der Seite auch ein bisschen besser. Warte, weil unten sammeln sich dann natürlich die Schimmerpigmente und wenn ich das jetzt schüttel, dann sieht man das, ne? Oh. Gibt dann auch nochmal einen schönen Glow und ja, Dewy Limited Edition, mega geil, Radiant Setting and Body Spray, das heißt, man kann sich das auch auf den Körper geben. Ich teste das alles mit euch zusammen in dem Video und ich finde diese Kollektion für mich perfekt. Wie oft habe ich schon in einem meiner Videos gesagt, oh, ich würde am liebsten mal Full-Face-Highlighter tragen. Also das hier wird ein richtig schönes Glowy-Make-up werden, was ich mit diesen Produkten zaubern werde. Vielen, 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 vielen Dank an das liebe Purish-Team. Das ist so geil. It's our Rodeo-versary. To celebrate the anniversary of our most loved and talked about highlighter we have created, a You Can Never Have Too Much Rodeo Drive Collection. Man kann nie genug Highlighter haben, das stimmt. Made with our Rodeo Drive Pearl, our all new Primer, Face and Body Mist and Lip Gloss. Lip Gloss? Bring... Ach, das ist ein Lip Gloss. Ich dachte, das wäre ein Flüssig-Highlighter. Gut, dass ich das lese. Bring all of that Champagne Glow to the party along with a mini Rodeo Drive Highlighter. Das ist ein Lip Gloss. Ja, manchmal bin ich auch... Ich dachte, das wäre ein Flüssig-Highlighter. Ja, das ist ja noch besser. Da steht es auch drauf. Flexi Slick. Ja, mega geil. Mensch, das freut mich. Das ist klasse. Damit kann ich echt viel zaubern. Oh, ich bin geflasht. Ich bin wirklich geflasht und ich freue mich und ich sage vielen, vielen Dank. In meinem Gesicht seht ihr aktuell ein Full Face BH Cosmetics und da habe ich mir halt Produkte von BH Cosmetics für bestellt und die kann ich euch jetzt hier einfach mal zeigen. Das ist einmal das Paradise Refresh Face Mist. Das ist dieses hier. Das ist auch ganz, ganz neu und das ja, habe ich mir geholt, eben für dieses Full Face. Und dass Mrs. Bella dann in dem Zuge auch noch eine Kollektion rausgebracht hat, kam mir dann ein bisschen zugute. Genau, ja, so schaut es aus. Das ist halt auch, im Prinzip kannst du das als Refreshing Spray verwenden, du kannst es aber auch als Setting Spray verwenden. Das habe ich tatsächlich bei diesem Full Face auch gemacht. Ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Der Sprühnebel hier ist auch sehr angenehm. Also mir hat es richtig gut gefallen. Dann habe ich als Primer verwendet und das war etwas merkwürdig, als ich den angewendet habe. Paradise Prime Hydrating Face Primer, das ist der hier. Ja, der war halt wirklich merkwürdig, weil ich dachte, ja, Hydrating Primer, die sind dann meistens so ein bisschen wie so eine Body Lotion von der Konsistenz her. Der ist aber tatsächlich
wenn er rauskommt, wie so ein porenminimierender Silikonprimer. Also sehr merkwürdig, aber er hat Feuchtigkeit gespendet. Also meine sehr, sehr trockene Haut hat sich noch besser mit der Foundation vertragen, als sie es normalerweise getan hat. Also, ne, fand ich überraschend sehr gut. Die haben auch noch verschiedene andere Primer-Varianten davon, aber ich habe mich da tatsächlich für den Hydrating Primer entschieden. Dann hat ja die liebe Alicia Marie Ellie eine Kooperation mit BH Cosmetics herausgebracht. Sie hat ja sowieso schon meine allerliebste Lieblings-Drogerie-Lidschattenpalette mit BH rausgebracht. Und jetzt hat sie auch noch Lashes rausgebracht. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von künstlichen Wimpern, das wisst ihr. Und ich habe mir auch gedacht, ja, weiß ich nicht, ne, ist das was für mich? Aber ich habe sie mir jetzt einfach mal bestellt. Und zwar sind das die False Lashes, haben die einen Namen, Flex müsste das sein. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch ein Kleber mit dabei ist. Ich glaube nicht. Ich habe das auch übrigens bei meinem Full Face eben ganz vergessen, dass ich die auch habe. Sonst hätte ich mir die drauf gemacht. Aber ich habe zu Hause jetzt zum Beispiel keinen Wimpernkleber. Nee, da ist tatsächlich auch gar kein Wimpernkleber mit dabei. Das heißt, es hätte mir auch nichts gebracht. Ich muss mir da mal einen Wimpernkleber zulegen. Ich glaube, der Duo-Kleber soll gut sein, ne? Ansonsten schreibt mir gerne unten in die Kommentare mal rein, welchen Wimpernkleber ihr empfehlen könnt. Aber ich glaube, der Duo, der ist ganz gut, ne? Also wollte ich den auf jeden Fall echt mal testen. Ich und künstliche Wimpern, Leute, das wird ein Spaß. Dann, wie gesagt, Mrs. Bella hat Produkte rausgebracht, die ich auch in meinem Gesicht trage. Da fangen wir nochmal an mit den Lipglossen. Ich trage gerade Notice Me auf meinen Lippen. Das ist dieser hier. Außerdem hat sie auch noch No Side Chick rausgebracht. Das ist dieser hier. Und noch irgendeinen. Oder noch zwei, weiß ich nicht. Aber ich habe mir die beiden ausgesucht, weil ich die einfach interessant fand. Genau, No Side Chick ist ein bisschen deckender tatsächlich als der Notice Me, den ich jetzt drauf habe. Aber ja, also ich mag die Verpackung. Die erinnert mich ein bisschen an XX Revolution. Die haben ja auch dieses rosa holographische, sage ich mal. Und wie gesagt, Notice Me ist jetzt auf meinen Lippen. Kann ich jetzt auch nochmal nachtragen. Ich mag den richtig, richtig gerne. Der fühlt sich schön an. Der fühlt sich an wie ein Lippenöl einfach auf den Lippen. Das mag ich gerne. Das ist der hier. Mache ich mal an. Die riechen so geil, ne? Nach einem richtig nicen Zuckerwattestand. Und ich liebe Lipgloss. Wirklich. Also das ist ganz toll, dass sie den rausgebracht hat. Also 1A. Und hier laufen gerade Jugendliche vor meinem Fenster her. Läuft bei denen. Okay, ja. Sie hat aber noch weitere Produkte rausgebracht. Und zwar natürlich die Lidschattenpalette All Eyes on You. Das ist die hier. Und ja, die ist schön. Die ist wirklich schön. So schaut die von innen aus. Das sind 8 Farben, sowohl matte als auch schimmernde. Hauptsächlich hast du hier schimmernde Farben drin. Wobei, nee, es sind 4 matte und 4 schimmernde, ne? Wobei der Take Care, der ist halt so ein Setting-Ton. Aber ich finde, ein Setting-Ton gehört immer mit rein. Ich finde es richtig gut, dass sie kein Schwarz mit reingebracht hat, weil ich verwende so selten Schwarz. Wenn dann so als Eyeliner-Ersatz, aber wenn ich zum Beispiel so einen Look schminke mit einem Halo-Eye, würde ich jetzt eigentlich mittlerweile auch keinen Eyeliner mehr verwenden. Also deswegen, so 1A läuft bei mir, finde ich. Das sind schöne Töne. Ich habe fast alle da drin verwendet, außer den You Wish und den Damn-Ton. Die beiden habe ich nicht verwendet. Ansonsten habe ich alles davon verwendet. Und da muss ich wirklich sagen, richtig gute Qualität. Also da hat Bella einiges gut gemacht und ist eine tolle Palette. Eine schöne handliche Palette mit einem Spiegel drin, mit ordentlichen Tönen drin, die sich schön verblenden lassen, die sich gut auftragen lassen, die sich auch nett aufbauen lassen und womit du sowohl dezente als auch richtige Kavum-Looks schminken kannst. Und das hat mir einfach gut gefallen, deswegen fand ich die gut. Habt ihr auch in dem BH Cosmetics Full Face Video verlost. Oder das läuft noch, ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich das ganz nett, dass übrigens auf der Umverpackung hier auch ihre Unterschrift mit drauf ist. Das hast du auf der Palette an sich leider nicht. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen cooler gefunden, wenn es hier auch drauf gewesen wäre. Aber gut, dann hat die Umverpackung wenigstens einen Sinn. Ansonsten schmeiße ich die nämlich immer weg. Gut. Dann haben wir hier noch die Highlighter-Palette, die ich natürlich auch gerade in meinem Gesicht trage. Das ist die Goldie-Palette und die hat 3 verschiedene Töne. Das sind die hier. Leider kann ich den Mittlasten nicht wirklich tragen, obwohl das eigentlich so mit der schönste ist, der Glisten. Der ist mir leider zu dunkel. Aber bei den Highlighter-Paletten hat sie halt eine Palette rausgebracht und bei den Blush-Paletten hat sie 2 rausgebracht. Deswegen
vollkommen in Ordnung. Den Glow, den trage ich auf dieser Seite, den finde ich auch mega schön. Der ist wirklich von der Farbgebung her, der passt. Ne? Der ist wirklich richtig, richtig passend, weil er nicht zu hell und nicht zu dunkel ist. Und auf der Seite habe ich den Gleam, der ist ja auch in ihrer The Dark Side Palette mit drin gewesen. Richtig tolle Töne und also man kann sich auf jeden Fall die Mrs. Bella Kollektion einfach mal anschauen, weil sie ist es wert. Safe. Das letzte Produkt, was ich eben schon gesagt habe, ist die Peachy Palette. Die habe ich mir geholt. Da hat sie ja auch noch die Pink Palette rausgebracht, aber das ist nicht mein Style. Das ist mir zu intensiv, weil ich halt einfach zu blass dafür bin. Ne? Da ist ein sehr, sehr pinker Ton mit dabei, den ich niemals tragen würde. Ja, hier sind tatsächlich die drei verschiedenen Töne. Ich kann die in Kombination alle verwenden, aber den äußersten hier, der ist mir dann doch müh zu dunkel. Also ich habe das hier versucht, aber dann irgendwie dann doch wieder ausgeblendet. Aber wie man sieht, es sieht alles sehr, sehr schön und natürlich aus. Es verschmilzt alles schön miteinander. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich, keine Ahnung, auf einmal richtig krass künstlich peachy gewangen hätte oder so. Und man sieht ihn halt trotzdem ganz gut. Also mir persönlich gefällt diese Blush-Palette auch unheimlich gut. Das Einzige, was ich da halt anmerken möchte, Beatrice Cosmetics hat jetzt ja gerade auch unfassbar viele von diesen, ich weiß nicht, diese Quattros rausgebracht von den Blush-Dingern. Und ich finde, dass das hier mich extrem an ein anderes erinnert, was halt quasi einfach in einer anderen Verpackung rausgebracht worden ist. Das ist ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht anstatt von einem Blush einen Bronzer rausbringen können, weil ne, die ganzen Blushes sind jetzt gerade ein bisschen durchgenudelt worden. Ja, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Gut, dann habe ich, wie gesagt, bei Beauty Bay bestellt. Ja. Lidschattenpaletten natürlich. Oh Mann. Es war gerade so eine Sale-Aktion, das hatte ich auch auf Insta geteilt. Ja. Und da gab es halt Rabatte, Rabatte. Das ist einmal von Anastasia Beverly Hills, die Norvina Collection. Und das ist die Mini Pro Pigment Palette Volume 2. Ja, die ist hübsch. Und weil jemand anders noch Geburtstag hatte, hatte ich die einfach zweimal bestellt. Und diese Beauty Bay Bestellung ist halt daran schuld, leider, dass ich etwas verspätet erst das Paket rausschicken konnte. Ja, von innen sieht die halt auch genauso aus wie von außen. Finde ich ein bisschen nicht so schön, muss ich gestehen. Also ich finde, dass es designtechnisch schöner hätte sein können. Also Anastasia Beverly Hills hat ja eigentlich auch immer sehr, sehr schlichte Designs. Das ist jetzt schon sehr kitschig. Aber gut, von innen spricht die mich aber mega an. Das sind halt so richtige Sommer-Frühlingstöne. Leicht pastellig, aber trotzdem so intensiv. Ein einziger Schimmerton, nee, zwei Schimmertöne sind mit dabei, aber das sind Töne, wo ich mich einfach hart drauf freue, gerade dieses Grün, ne? Oh, das wird so dermaßen knallen. Ja, das wird dann demnächst mit euch zusammen getestet. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Das sind, ne? Ist schon geil. Ist schon richtig geil. Dann habe ich mir gegönnt von Dominique Cosmetics die Latte 2 Kollektionspalette, sage ich jetzt mal. Da haben so viele von gesprochen. Jetzt habe ich mir gedacht, komm Claudia, jetzt holt sie dir auch mal. Weil die soll so gut sein. Ich habe von Dominique Cosmetics keine Palette. Deswegen kann ich die Qualität nicht selber beurteilen. Aber die wurde so positiv. Es haben alle nur... Ich habe keinen einzigen gehört, der da irgendein böses Wort drüber verloren hätte. Und deswegen durfte ich jetzt einfach mit. Das fühlt sich von außen an wie Kunstleder. Ich weiß nicht, es fühlt sich mega gut an. Es fühlt sich schön an. Und hier ist halt der Pop of Color, sage ich mal, der Matcha-Ton hier. Ne? Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie der so performen wird. Ansonsten kannst du hier auch sehr neutrale Looks mit schminken und ich habe noch nicht reingepackt. Ich bin einfach gespannt und ich möchte sie demnächst verwenden. Und ja, auch sowas kriegst du übrigens bei Purish oder halt bei Beauty Bay. Da kannst du einfach schauen, welches... Was dir gerade besser passt halt, ne? Also, genau. Mega. Freut mich. Yay, 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 yay. So, hier haben wir jetzt die letzte Lidschattenpalette, die ich mir von Beauty Bay bestellt habe. Und zwar ist das die Bradman Rock Jungle Rock Lidschattenpalette von Wet n Wild. Leute, ich bin von Wet n Wild eigentlich gar nicht so angetan gewesen, weil ich immer dachte so, ja, okay, die haben halt nur diese kleinen Quads oder so. Die haben aber offensichtlich auch so Sonderkollektionen. Das war mir gar nicht so bewusst. Oh, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Schön ist das Leben. Genau, und die ist wirklich sehr, sehr bunt. Und da wurde ich auch von einigen von euch
bei Instagram drauf verlinkt, als sie rausgekommen ist. Also vielen Dank davon, dafür, fürs Anfixen. Spricht mich absolut an. Es sind grüne Töne, rote Töne, goldene Töne. Ja, die schreit auch meinen Namen. Ne? Das Einzige, was mir fehlen würde, wäre ein Spiegel, aber dafür war sie halt auch echt günstig. Die wird demnächst getestet. So, kommen wir zu etwas sehr Unerfreulichem. Denn ich habe bei Catrice bestellt, denn ich wollte ein Fullface mit dem neuen Sortiment machen. Denn die Produkte sind tatsächlich schon online gewesen. Und ja, ich habe bestellt und es kam furchtbar an. Wenn man mal Purelish bestellt, bekommt man die Produkte mit einem Kärtchen und bekommt sie. Ich habe mir extra den Karton mal hier hingeholt. In einem schönen großen Karton, auch wenn du nur kleine Produkte bestellst, wie zum Beispiel, ja gut, bei der Love-Geschichte war ja auch die Lidschattenpalette mit dabei, aber da bekommst du halt wirklich einen schönen großen Karton, der gut gefüllt ist mit diesen Schnipseln drin. Die kannst du ja auch wiederverwenden. Es ist ja auch alles gut, ne? Das ist alles irgendwie total liebevoll. Und wenn du upsala, bei Catrice oder bei Essence bestellst, was ich ja schon ein paar Mal gemacht habe, hast du so eine 50-50-Chance. Entweder hast du Glück und es kommt alles heile an, oder du hast Pech und es kommt alles zerstört an. Als ich mal bei Essence bestellt habe, kam das auch alles zerstört an. Ich war mega traurig, als dieses Paket, also ich war glücklich, als das Paket ankam, aber ich war traurig, als ich es geöffnet habe, denn Verpackungsmaterial, nö, gibt's nicht. Ich habe mir geholt den, oh Mann ey, More Than Glow Highlighter. Das ist dieser hier in der Farbe Ultimate Platinum Glaze. Der ist einfach vollkommen aus seinem Fännchen rausgefallen. Und ja, ne? Liegt alles irgendwo daneben. Ich habe auch gerade eine Reklamation an Catrice geschrieben. Ich bin sehr gespannt, ob die sich zurückmelden. Aber es ist gerade Samstag. Da arbeiten die nicht. Dann habe ich dieses Five in a Box bestellt, weil die mich so ultra angesprochen haben, weil ich dachte, boah, mega geil. Das ist doch total Natasha Denona Vibe hier. Da habe ich mir, und mit Rosenöl, ne? Einmal die hier geholt. Das ist die 010 Golden Nude Look. Aber wie gesagt, alles gebrochen, alles kaputt. Ich meine, ich kann damit einen Look schminken, ne? Ich kann das alles auseinanderbauen und dann kriege ich das wohin, aber es ist trotzdem schade. Die hier ist verhältnismäßig wenig zerstört, aber dennoch zerstört. Die 020 Soft Rose Look. Und ich fand das einfach cool, dass du diese kleinen Paletten hast, halt mit diesen fünf Tönen, da kriegst du halt recht schnell einen Look mit hin, ne? Dann diese hier, die 040 Modern Smoky Look. Traurig, wie es aussieht. Ne? Und das hier ist dann die 030 Warm Spice Look. Ich hatte tatsächlich auch vor, hiervon in dem Full Face Catrice, was ich dann gleich bzw. morgen hätte schminken wollen, auch welche zu verlosen. Das geht nicht. Nicht so. Nein, schade. Gut, dann habe ich aber noch weitere Produkte mir mitbestellt. Das hier steht ja auch schon tatsächlich in den Theken mit drin. In der Farbe 010 Cool Cashmere habe ich die Hydrating Foundation mit Hyaluronsäure mir bestellt. Da habe ich jetzt auf YouTube auch schon die ein oder andere Review zugesehen, das ein oder andere Schminki, was ich extrem geil finde. Und deswegen freue ich mich umso mehr, das zu verwenden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich das trotzdem morgen anwende und morgen versuche, mich mit den Produkten zu schminken. Aber es ist schon traurig, finde ich. Dann habe ich Shake Fix Glow Spray, das Hydrating Spray, Cactus Flower und Pineapple Extract. Also das ist quasi mit, ja, Pineapple, Ananas Extract, genau. Und auch hier hast du wirklich so Glow mit drin. Das anders halten. Bitte, ich shake, halte in die Kamera. Dann sieht man das auch, ne? Ist wie so ein Sturm da drin. Und des Weiteren den True Skin High Coverage Concealer, auch den in der Farbe 010 Kashmir. Dann habe ich mir ein Lippenprodukt geholt. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Powerful 5 Liquid Lip Balm, Hyaluron, Vitamin E, Shea Butter, Green Tea und Goji Beere habe ich mir geholt in der Farbe 070. Luminous Grapes, ne? Also schillernde Trauben. Dann habe ich mir eine Mascara geholt, die Go Big Go Bold Mascara 24 Stunden, die Black Extreme Volume. Die ist auch neu. Des Weiteren gab es ein Lash Primer, nee, ein Eyeshadow Primer, Waterproof Mattifying, und der ist neu. Ich hatte jetzt Ewigkeiten auch einen anderen und jetzt habe ich den hier und der ist halt wirklich auch von der Verpackung so matt und hat ein Füßchen und so. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann habe ich mir geholt das Poreless Perfection Powder in der universellen Farbe Universal Shade. Eine weitere
Eine weitere Mascara habe ich mir mitgenommen. Lashes to Kill No Panda Eyes. Das ist auch eine neue Mascara, die ich einfach mal austesten wollte. Denn ich habe zwei Augen, da kann ich zwei Mascaren drauf geben. Ein Augenbrauenprodukt, was ebenfalls neu ist. Brow Definer Brush Pen Long Lasting. Müsste, ich glaube, Medium Brown oder sowas sein. Ash Brown, genau. Und last but not least habe ich einen Lip Liner mitgenommen. Den fand ich witzig, weil es ein Plumping Lip Liner sein soll. Fand ich echt interessant. Plumping Lip Liner plus Maxi Lip fand ich interessant. Und das ist mit einem Anspitzer. Und das ist die Farbe 020 What a Doll. Jo, genau. Das habe ich mir dann von Catrice bestellt. Aber wie gesagt, die Bestellung kam etwas zerstört an. So, das war jetzt tatsächlich mein doch etwas größerer Haul. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Was ist hier eigentlich gerade mit der Sonne hinter mir los? Wow, die Sonne geht auf. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare unten rein, welches Produkt du dir zuletzt in einem Online-Shop bestellt hast. Finde ich mal ganz interessant zu lesen, was ihr euch so bestellt. Denn ich zeige hier immer, was ich so bestelle. Aber was hast du dir denn zuletzt bestellt? Genau. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!